In einigen älteren Videos haben wir euch schon erzählt, dass Stürme müde Räuber munter machen. Je stärker, desto besser. Wenn ein Orkan angekündigt ist, dann geht's ans Wasser. Habt ihr schon mal einen Angelverrückten gesehen? Angeln, bis das der Orkan mich aus den Stiefeln haut. Das ist nichts für Weicheier, die mit Nadelöhr bestückten Zahnstochern und tausender Spielzeuggöllchen unterwegs sind, weil ihnen eine kräftige Rute mit großen Ringen und eine über 2000er Rolle schon zu schwer sind. Bei deutlich über 100 km/h braucht man schon eine gewisse Standfestigkeit. Das heißt, dass ich das Gewässer an solchen Tagen fast immer für mich alleine habe. Eigentlich fische ich ja am liebsten auf der windzugewandten Seite, aber das war an diesem Tag absolut unmöglich. Die hohen Wellen hätten sogar einen Elefanten umgehauen. Ich war schon froh, überhaupt ein angelbares Plätzchen zu finden, wo man nicht von umstürzenden Bäumen erschlagen wird. Bei einem anderen Orkan musste ich schon mal nach wenigen Minuten flüchten, weil rechts und links von mir einige Bäume ins Wasser gekracht sind. Der ideale Köder bei dem Seitenwind ist ein großer Prolex Weitwurfspinner. Der lässt sich bei diesem starken Seitenwind noch einigermaßen werfen, der läuft schön tief und der Schnurrbogen streckt sich ziemlich schnell. Da Räuber im Winter genauso schnell jagen wie im Sommer, braucht man keinen im Zeitlupentempo geführten Köder. Schon nach kurzer Zeit hatte ich einen Biss. Gemerkt habe ich ihn nicht. Es war nur auf einmal schwer am Ende. Das ist dann der spannende Moment nach dem Anschlag, ob man einfach nur am Boden festhängt oder ob sich am anderen Ende etwas bewegt. Never give up, noch nicht mal bei dem Orkan. Nach ein paar Sekunden mit durchgebogener Rute hat es ein paar unwillige Rucke gegeben. Der Fisch blieb aber auf der Stelle. Da wusste ich, Hecht. Das kann nur ein Hecht sein. Aber zum Glück hat der Wind ein bisschen nachgelassen. Zu sein. Doch nicht so groß, wie ich dachte. Daran, dass der große Spinner so tief im Rachen sitzt, könnt ihr erkennen, wie gierig die Räuber bei so einem Wetter sind, selbst im tiefsten Winter. Da langen die richtig zu. Das ist der Grund, warum wir bei Einsaugködern keine Stinger mit Drilling verwenden. Wie beschissen das in einem Video aussieht,
Wenn man einem Fisch den Drilling aus dem Rachen rausholen muss, könnt ihr bei diesem Hecht sehen. Zum Glück ist das bei Spinnern die absolute Ausnahme, weil sie relativ schnell gezogen werden und vorne im Maul hängen und die Fische selten so gierig sind wie bei diesem Orkan. Dieser Hecht ist aber auch ein seltenes und gutes Beispiel dafür, einen in den Kiemen sitzenden Haken von hinten durch die Kiemen rauszuziehen. Das minimiert das Risiko, dass die Hakenspitze in die empfindlichen Kiemenspangen eindringt und der Fisch anfängt zu bluten. In diesem Fall ist kein einziger Tropfen Blut geflossen. Meine blutigen Finger? Dann zeigen wir das auch mal. Sind so stabil. Ah. Wo ist mein Spinner? Hey, nimm nicht meinen Spinner mit. Irgendwie hat es der Spinner geschafft, sich nochmals außen am Kiemendeckel zu verhaken. Um ein Haar hätte sich der Hecht mitsamt meinem Spinner verabschiedet. Ich habe Glück gehabt. Der Orkanhecht. Da es der einzige befischbare Platz bei dem Sturm am See war, habe ich ihn noch mehrmals, auch mit anderen Ködern, abgefischt. Es hat aber nichts mehr gebissen. Der Platz war verbrannt. Das bestätigt wieder einmal mehr meine Theorie, dass man beim ersten Durchgang etwa fünfmal so viel fängt wie beim zweiten. Es ist viel produktiver, eine neue Strecke abzusuchen, als die alte ein zweites Mal abzufischen oder einen Platz mehrfach anzuwerfen. Ein Platzwechsel an dem Gewässer war leider bei diesem Extremwetter nicht möglich. Wenn ihr mit zu den Ersten gehören wollt, die den nächsten Teil sehen, solltet ihr euch den Kanal abonnieren. Sollten die Händler aus eurer Region Profiblinker nicht führen oder nicht bereit sein, eure speziellen Kundenwünsche zu erfüllen, dann findet ihr auf unserer Webseite die Händler, die unser gesamtes Sortiment vorrätig haben. Und das zu anglerfreundlichen Preisen. Nicht alles, was ihr in unserem Katalog findet, ist im Onlineshop gelistet, aber im Laden vorrätig. Ihr könnt das dann telefonisch oder per Mail bestellen.